Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Ostwind. So, weiter geht es heute bei Maria Kaltenbach und bei Herrn Kahn. Letzte Folge haben wir die Stute 34 gefunden. Da gab es sehr viele Diskussionen, was denn nun der richtige Name ist, denn sie hieß ja ursprünglich im zweiten Film 33. Wenn ich mich richtig erinnere, es haben auch viele geschrieben, da war das am Ende so, dass Milan doch gesagt hatte, wir brauchen eigentlich einen neuen Namen für sie und hatte dann Mika nicht gesagt, wie wäre es denn mit 34, so aus Blödsinn. Also ich meine, irgendwie sowas wäre da gewesen. Da waren tatsächlich sehr viele Diskussionen in den Kommentaren. Das war recht krass, aber auch interessant, sich das alles mal so ein bisschen durchzulesen. Gut, schreibt mir doch mal in die Kommentare, falls ihr das Spiel jetzt auch schon habt, wie es euch gefällt, ob es euch auch zum Spielen Spaß macht. Wie hat euch der Film gefallen, wenn ihr ihn schon gesehen habt? Bitte keine inhaltlichen Spoiler, nur schreiben, ob er euch gefallen hat oder nicht. Und ja, ich würde sagen, wir machen weiter. Ich habe übrigens überlegt, ob ich tatsächlich jeden Tag so lange, bis wir Ostwind gemeinsam durchgespielt haben, noch Doppelfolgen bringe. Ich muss mal gucken. Ursprünglich hatte ich nur die ersten 7 Tage geplant, aber mal gucken, was ich noch so mache. Könnt ihr mir ja auch gerne mal eure Meinung zu in die Kommentare schreiben. So, ja, Maria, Herr Kahn, Maria, Herr Kahn. Ich glaube, wir sollten Maria nicht unbedingt lange warten lassen, oder? Mika, hör auf, mit Ostwind herumzuspielen. Es gibt Wichtigeres zu tun. Die kam mir eigentlich in den Filmen so vor, als ob sie das akzeptiert hätte. Aber sie ist ja doch wieder so nervig, so stressig. Entspann dich. Was ist denn los, Oma? Du siehst doch, dass ein Gewitter aufzieht. Was? Ja, schon. Aber das zieht auch schnell wieder vorbei. Es mag ja sein. Aber eines von unseren Pferden ist noch draußen und lässt sich nicht zurückbringen. Bevor das Gewitter hier ist, muss das Pferd wieder im Stall sein. Das können wir doch holen. Mach dir keine Sorgen, Oma. Ostwind und ich schaukeln das Pferd schon. Unwetter. Okay, wir müssen wieder ein Pferd, das heißt wieder ein Pferd. Das letzte Mal haben wir ja Frau Holle einfangen müssen. Beeil dich, Mika. Das Pferd muss wieder auf dem Gut sein, bevor das Gewitter losgeht. Verfolgung. Fange das entlaufende Pferd ein. Wie ist es denn bei euch so? Es gibt ja Pferde, die haben da gar kein Problem mit. Es gibt Pferde, die haben da Probleme mit. Hanni und Nanni, unsere Hunde, haben zum Beispiel mit Gewitter unheimliche Probleme. Auch der Hund von meiner Cousine und der Hund von meiner Schwägerin und meinem Bruder. Die haben da alle ganz große Probleme mit Gewitter. Tatsächlich wollte ich letztens mit Cash in den Wald reiten und es war aber auch so drückend und abends hat es dann auch gewittert. Und Cash wollte einfach nicht in den Wald. Und dann hatte ich das der Besitzerin erzählt, die sagte ja, der merkt das dann schon. Wenn Gewitter aufzieht, dann ist er nicht unbedingt so begeistert davon, ins Gelände zu gehen. Fand ich eigentlich auch wirklich ganz interessant. Er hat jetzt keine Panik oder sowas, wenn ich dann in der Halle bin, wenn es gewittert. Überhaupt gar kein Thema, hatten wir auch schon. Aber so, da ist das Pferd. Oh. Schneller, Ostwind! Ein braunes Pferd. Mal gucken, ob das auch... Boah, meine Güte. Zusatzantrieb hier oder was? Oh, meine Güte. Weiter so, Ostwind. Was? Warum? Warum? Warum ist die Ausdauer leer? Wir sind doch perfekt rübergesprungen. Hier, wir müssen mal wieder ein bisschen aufholen. So, jetzt wird es hier in die Richtung kommen. Boah. Du meine Güte. Eieieiei. Also, sicher, dass auf Kaltenbach Springen und Dressur gefördert wird und nicht Pferderennen oder Kuhrennen oder sowas? Alter Falter. Super, Ostwind. Fast geschafft. Gott sei Dank hast du das Pferd unbeschadet zurückgebracht. Das ist gerade noch mal gut gegangen. Danke, Mika. Ach, das haben wir gerne gemacht. Die Verfolgungen bringen echt richtig viel Erfahrungspunkte, muss ich sagen. Die bringen richtig viel Erfahrungspunkte. Oh, jetzt haben wir 2 Aufgaben bei Herrn Kahn. Ich muss aber auch sagen, ich finde es gut, dass die nicht so einfach sind, dass wir da halt wirklich auch uns ein bisschen reinhängen müssen, um die Kuh oder das Pferd eben, um die wirklich zu bekommen, weil es ist halt auch irgendwie langweilig, wenn man da so total schnell dann die Tiere wieder eingefangen hat. So, machen wir aber erstmal die Aufgabe, die haben wir ja schon länger, aber ich will gerade nochmal in die Pinnwand gucken.
Trainingsplatz. Finde den Trainingsplatz von Gut Kaltenbach. Das haben wir freigeschaltet noch. Wir haben auch noch andere Orte, die wir finden müssen. Rote Fingerhüte müssen wir noch sammeln. Adlerfahne. Uralter Steinkreis. Verlassener Hof des... Finde den verlassenen Hof des Ungarn. Hier hat Mika 33 und die anderen Pferde befreit. Hier steht zum Beispiel 33. Und ich meine nämlich, zu diesem Zeitpunkt hätte die Stute nämlich auch noch 33 geheißen. Und danach hätten sie sie umbenannt, unmittelbar vorm Ende des Films. Kann aber auch sein, ich täusche mich. Das Zentrum des Labyrinths haben wir eigentlich schon gefunden, ne? Abstellgleis im Wald, mysteriösen Monolith. Mikas Lieblingsbaum, besten Ausblick in der Nähe von Gut Kaltenbach. Aha, okay. Die meisten Sachen sind es hier. Finde die Hälfte von Herrn Kahns Schnitzereien, okay. Finde den großen Wasserfall. Das sind hauptsächlich gar nicht unbedingt Aufgaben. Ich glaube, Ostwind könnte ein bisschen Training vertragen. Aber immer. Sondern großteils Sachen, die ich finden muss. Und an der Stelle auch eine Info. Ich werde das Let's Play nicht beenden, bevor wir nicht alle Aufgaben gemeinsam gemacht haben. Und bevor wir wirklich alle Sachen gefunden haben. Also auch die 120 Schnitzereien. Training? Sie wollen ihn doch nicht auf irgendwelche Turniere schicken. Ach Mika, du solltest doch Herrn Kahn kennen. Nein, nein. Ich meine damit eher seine generelle Ausdauer. Sie haben recht. Wenn ich nicht auf Kaltenbach bin, bekommt er einfach nicht genug Bewegung. Schließlich bin ich die Einzige, die er auf sich reiten lässt. Aber das haben wir bald wieder. Ich habe euch ein paar Aufgaben zusammengestellt. Danach solltet ihr wieder in Form sein. Hört sich gut an, Meister. Okay, wieder vereint. Eine Reitaufgabe. Für den ersten Teil eures Fitnesstrainings habe ich euch eine schöne lange Strecke abgesteckt. Aber nicht trödeln, ihr beide. Ach, sie kennen uns doch. So, apropos Turniere, ich hatte ja letzte Folge mal gesagt, dass Mika ja auch immer so an Turnieren rummotzt. Da waren auch Kommentare gekommen, dass Turniere total schrecklich seien. Ich persönlich muss aber sagen, ich sehe das komplett anders, denn klar, man muss natürlich auch immer gucken, man sollte jetzt ein Pferd nicht unbedingt jedes Wochenende durch ein Mächtigkeitsspringen scheuchen. Das ist dann nicht unbedingt so prickelnd, ne? Man muss halt immer gucken, dass man dem Pferd zum einen entsprechend viele Trainingspausen und Turnierpausen auch lässt. Dass das Pferd auch Zeit haben kann, Pferd zu sein. Die Seele selber baumeln zu lassen, das brauchen auch Tiere. Prinzipiell finde ich aber an der Turnierreiterei nichts Schlechtes. Denn gerade jetzt, wie gesagt, also hohe Klassen... Da sollte ein Pferd jetzt nicht unbedingt die ganze Zeit starten. Allerdings muss man auch sagen, diejenigen, die in den hohen Klassen starten... verflixt, huch, was war das denn jetzt? Diejenigen, die in den hohen Klassen starten, haben in aller Regel auch mehrere Pferde. Diejenigen, die in den niedrigen Klassen starten, haben meistens... Wenn sie sich jetzt nicht richtig auf Turnierreiten auslegen und das halt wirklich zum Spaß machen alles generell. Gut, Turniere reitet man, sollte man, sagen wir so, sollte man aus Spaß reiten. Aber da haben die meisten eigentlich eher nur ein Pferd. Diejenigen, die in den hohen Klassen starten, sind sehr, sehr häufig Berufsreiter, die damit eben ihr Geld verdienen und dann eben auch die Möglichkeit haben, den Pferden entsprechende Turnierpausen zu gönnen, was auch sehr wichtig ist. Ich prinzipiell finde an Turnieren nichts Schlimmes, weil ich sie generell mit dem normalen Reiten vergleiche. Es bringt nichts, wenn man ein Pferd ja quasi dauerhaft unter Leistungsdruck stellt. Das sollte natürlich nicht der Fall sein, aber das kann man auch jetzt nicht verallgemeinert auf Turniere beziehen. Es gibt jede Menge Leute, die Turniere reiten, die super fair ihre Pferde ausbilden, wo die Pferde ihre Zeit bekommen, wo sie auch ins Gelände geritten werden, wo sie auch mal ohne Sattel geritten werden mit Halsring. Stichwort Ingrid Klimke, die ja im viel und oft in Verruf geratenen Vielseitigkeitssport auf olympischem Niveau reitet, jetzt auch gerade wieder beim CHIO Aachen gewonnen hat mit Bobby. Also mit Horseware, Hailbob. Und wenn man sich das mal anguckt, das ist einfach wirklich, das ist eine Einheit. Sie liebt die Pferde und trainiert die Pferde so schonend, bildet sie so schonend aus,
Da finde ich das einfach unfair, wenn man generell sagt, Turniere sind scheiße. Auf gut Deutsch gesagt. Ich finde einfach, es kommt dabei, wie bei allem, was mit Reiten zu tun hat, auf den Reiter drauf an. Und wie man das Ganze aufzieht. Also ich bin überhaupt kein Fan davon, wenn man jetzt das Pferd jedes Wochenende in Turniere reinscheucht. Ihr wart besser, als ich gedacht hätte. Anscheinend ist Ostwind doch nicht so faul gewesen, wie ich vermutet habe. Beziehungsweise dann direkt nach dem nächsten Turnier schon wieder trainiert und durchpowert. So, wow, 48% Erschöpfung und 125 Erfahrungspunkte. Gut, das war aber auch eine lange Strecke. Ich würde gerade sagen, wir sollten ihn definitiv erst noch mal ein bisschen versorgen hier. Da muss man halt drauf achten, dass man das Pferd trotz allem noch pferdgerecht hält und nicht wirklich nur als Sportgerät, um auf Turnieren präsent zu sein. Dann finde ich es überhaupt gar nichts an Turnieren auszusetzen. Weil es gibt mit Sicherheit auch im Freizeitmäßigen jede Menge Leute, die ihr Pferd nicht unbedingt so reiten, wie es für das Pferd gesund und ja, passend wäre. Also ich finde mal, man darf das nicht verallgemeinern. Denn damit kann man sich ziemlich schnell in die Nesseln setzen. Aber das könnt ihr mir natürlich auch gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet, was ihr dazu sagt. Und schreibt mir doch auch mal in die Kommentare, ist es für euch okay, dass ich hier einfach auch mal so Sachen, die mir auffallen oder die gerade meiner Meinung nach ganz gut dazu passen, dass ich die auch mal anspreche. Ich persönlich rede gerne in Spielen jetzt nicht nur rein vom Spiel, sondern versuche auch so ein bisschen das Ganze zu würzen mit ja, Hintergrundstorys quasi oder so Geschichten aus dem wahren Leben, die eben gerade zu dem passen, was man so macht. Ich persönlich finde es dann immer, also wenn ich jetzt bei jemandem was gucke, finde ich es dann immer deutlich interessanter zum Zugucken. So, und ich finde das auch ganz interessant, dann eben mal die Meinung und Kommentare der Community zu lesen, um zu gucken, wie seht ihr manche Dinge? Wie steht ihr zu Sachen, wie jetzt eben zum Beispiel zu der Turnierreiterei? Das finde ich doch immer ganz cool. Da kannst du doch kein Heu hinlegen, Mika. Doch, so, kann ich. Der Frühjahrsputz ist beendet, Ostwind. Na los, ihr zwei. Stürzt euch in neue Abenteuer. Ja, er ist schon wieder relativ fit, aber komm, wir knuddeln ihn mal noch ein bisschen. Ach genau, mit V konnte ich das ein- und ausblenden. Das ist so süß. Oh. Jetzt. Jetzt kriegt er wieder Herzchen. Hier, wir müssen ihn von allen Seiten streichen. Wir müssen nochmal den Popo kraulen. Die Quitte, meine ehemalige Reitbeteiligung. Manche haben es vielleicht mitbekommen, manche nicht. Manche sind vielleicht auch neu auf dem Kanal. Ich hatte ja leider den Verein gewechselt, deswegen reite ich sie nicht mehr, weil sie jetzt zu weit weg steht. Die hat das geliebt, wenn man ihr tatsächlich den Hintern zwischen den Backen gekrault hat, zwischen den Hinterbacken. Das fand sie total toll. Dann hat sie den Schweif immer so ein bisschen angehoben, damit man noch besser hinkommt. Genug Streicheleinheiten. Du siehst total glücklich aus. Und hat sich dann immer noch so richtig fest gegen eingedrückt. Na los, ihr zwei. Stürzt euch in neue Abenteuer. Also so gerade hier hinten den Bereich links und rechts vom Schweif. Das fand sie total toll. So. Oh, pfeilschnell. Noch eine weitere Reitaufgabe. Wollen wir die Reitaufgabe noch machen? Ich weiß jetzt nicht, wie lange die Aufgabe bei Herrn Kahn dauert. Von daher würde ich sagen, machen wir die. Wir sind bei knapp 14 Minuten. Nee, komm, mach mal die Aufgabe bei Herrn Kahn noch. Mika, hast du Lust auf ein kleines Spielchen? Das erinnert mich jetzt gerade fast so ein bisschen an Saw. Aber ja, hier können wir uns da getrost drauf einlassen. Wenn ich Ostwind mitnehmen darf? Oh. Na sicher, ich habe euch ein paar von meinen Schnitzereien versteckt. Oben, bei den Hügeln. Eine unserer leichtesten Übungen. Ich habe mir schon gedacht, dass du so etwas sagen würdest, Mika. Um das Ganze ein bisschen spannender zu machen, habe ich die Schnitzereien in zwei verschiedenen Bereichen versteckt. Okay. Schaffen wir trotzdem locker. Die Schnitzereien sind in den eingezeichneten Gebieten versteckt. Bring sie alle zurück. Okay, wie viele haben wir jetzt gerade? 21 von 120. Die Schnitzereien sind in den eingezeichneten... Dann frage ich mich, dann vereinfacht uns das ja jetzt im Endeffekt, wenn die jetzt zählen würden, würde uns das ja das Komplettieren
dieser Sammlung vereinfachen, oder? Ich bin gespannt. Wir gucken nachher mal auf die Pinnwand, ob das dann auch gezählt wurde, beziehungsweise müssten wir das dann doch auch, glaube ich, direkt beim Einsammeln der Schnitzereien sehen können, oder? Ich glaube schon. Ja, je schneller Ostwind läuft, desto weiter werden seine Kurven. Das habe ich schon relativ häufig. Ja, ja. Häufig und hofft. Das habe ich jetzt in der letzten Zeit schon relativ häufig erleben müssen am eigenen Leib, wenn ich irgendwo wieder gegengekracht bin mit dem armen Pferd, weil ich zu schnell irgendwo in eine Kurve rein bin. So. Gucken wir mal. Oh, diese Landschaft. Diese Landschaft. Guck mal, ist das nicht hier? Guck mal, wir haben ja hier keinen Zeitdruck. Oh, es ist so... Oh, es ist so herrlich. Es ist einfach nur dieses Licht. Ah, nee, anscheinend nicht. Eine von 10 Schnitzereien in dem Gebiet gefunden. Und wir haben jetzt hier nicht stehen 22 von 120. Das fände ich ja wiederum ganz cool, wenn uns das diese Aufgabe nicht vereinfachen und erleichtern würde. Oh, guck mal. Oh, was eine Aussicht. Da unten ist Kaltenbach. Meine Güte. Meine Güte, ist das ein Riesengebiet hier. Von hier aus hat man eine echt klasse Aussicht. Wie weit man da sehen kann. Ja. Absolut. Mika ist auch beeindruckt. Aber den Aussichtspunkt haben wir damit gefunden. Das heißt, damit haben wir einen weiteren Punkt aus den Aufgaben abgeschlossen. So. Diesmal muss ich die Augen offen halten. Ich habe so oft in der letzten Zeit Schnitzereien übersehen. In 2 Gebieten, hat er gesagt, sind die versteckt. Dann werden wohl in jedem Gebiet 10 Stück sein. Hier haben wir jetzt noch eine. Da hinten links ist noch eine. Die schnappe ich mir gleich. Nachdem wir die hier mitgenommen haben. Und dann müssten wir wahrscheinlich schon in den nächsten Bereich rein. Kann das sein? Wahrscheinlich. Prima, das waren alle in diesem Gebiet. Aber im nächsten Gebiet sind noch mehr versteckt. Ach, können wir eigentlich auch mal ein bisschen entspannt hintraben. Ohne Scheiß, Leute, ich würde ein MMO in diesem Stil, würde ich feiern. Sowas wie Star Stable, aber wirklich mit so einer Grafik und vom Stil her erwachsener gehalten. Ohne pinke Sättel und Magie und sowas. Das ist zwar bei Star Stable passt es halt, weil das Spiel ist eben darauf ausgelegt. Aber generell würde ich mir sowas mal mehr wünschen. Gut, Riding Out hat da ja sämtliche Möglichkeiten offen. Aber Ostwind Online, stell dir das mal vor, das wäre doch sau cool. Man dann auch Kaltenbach hätte und man könnte dann Mika und Ostwind besuchen und Aufgaben erledigen. Das wäre richtig Hammer, das würde ich sowas von feiern. Haben wir hier hinten vielleicht noch eine Schnitzerei? Nee, hier hinten kommen wir nicht hin, wir müssen links. Links weiter, Ostwind wollte nicht nach rechts. Da ist noch eine Schnitzerei. Hier sind die auf jeden Fall deutlich besser versteckt als in dem ersten Bereich. Der ist auch größer, kann das sein? Haben wir hier auch noch irgendeinen Bereich, den wir... Nee, hier haben wir jetzt gerade nichts. Können wir hier auch mit V das Interface ausblenden? Nee, das geht nicht. Das ist schade. Wobei das jetzt auch nicht wichtig ist. Ich bin halt immer mega happy, wenn ich irgendwie das Interface ausblenden kann, weil es mir dann leichter fällt, Screenshots zu machen für die Thumbnails, für YouTube. Aber das ist natürlich keine Sache, die jetzt hier fürs Spielgeschehen elementar wäre, von daher. So, hier waren jetzt gerade sehr viele Schnitzereien hintereinander weg. Vielleicht hier hinten noch, weil hier waren wir, glaube ich, jetzt noch nicht, oder? Hier ist nichts. Oh. Springer. Wir haben noch einen Erfolg freigeschaltet. Okay.
Ich bin ja mit Sicherheit jetzt schon zigmal dran vorbeigeritten. Und ihr lacht euch schon wieder den Buckel krumm, weil ich wieder blind bin bis hinten gegen. Ah, hier. Gut gemacht, Mika. Du hast tatsächlich alle Schnitzereien gefunden. Ja, aber es hat länger gedauert, als ich dachte. Gut versteckt, Herr Kahn. Ostwind hat Level 6 erreicht. Ostwind hat sich dank dir verbessert. Verteile den erhaltenen Fähigkeitspunkt auf eine von Ostwinds Fähigkeiten. Widerstandsfähigkeit war... Ach, das war der Erschöpfungsgrad. Ja, komm, nehmen wir jetzt auch mal einen Punkt rein. So, noch eben in die Erfolge gucken. Genau, hier den Aussichtspunkt haben wir jetzt. Finde den besten Ausblick in der Nähe von Gut Kaltenbach. Das haben wir jetzt freigeschaltet. Und Springer. Ostwind liebt es, mit dir zu springen. Das haben wir auch eben freigeschaltet für 100 absolvierte Sprünge. Wow. Auch schon eine ganze Menge. Ja, und das hat hier oben nicht zugezählt. Das finde ich super, muss ich wirklich sagen. Ja, und jetzt haben wir hier als nächstes zwei Reitaufgaben, nämlich Pfeilschnell und Widerwind. Aber ihr Lieben, das machen wir nicht mehr in der jetzigen Folge. Das machen wir dann heute Mittag in der zweiten Folge für den heutigen Freitag. Ich verabschiede mich für jetzt erstmal von euch. Ich muss immer aufpassen, dass ich nicht sage für heute. Für diese Folge verabschiede ich mich erstmal von euch und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr eure Meinung mal noch zu dem Thema, was ich heute angesprochen hatte, in die Kommentare schreibt und ja, wenn wir uns heute Mittag wieder hören. Also dann, macht's gut und bis nachher. Tschüss!